3, 2, 1. Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen auf dem Spiel mit dem Kanal. Hallo. Hier ist der wunderbare Claudio. Neben mir ist die wunderbare Kathi. Daneben ist die wunderbare Danja. Alles so wunderbar. Wir haben heute eine coole Challenge vor. Und zwar würde ich sagen, auf drei halten wir mal das Ganze hoch. Okay. In 3, 2, 1. Und zwar haben wir die zwei Hände, das ist eine Hand, das ist keine Hand-Challenge. Ich habe zwei Hände hier. Ich darf alles mit einer Hand. Und du darfst nichts. Nee, aber das ist letztes Mal nicht so gut gewesen bei dir, Claudia. Ja, kannst du dich erinnern? Bei unserem Date, ne? Das ist ein bisschen schief gegangen. Ich hoffe, das haben wir heute nicht hier. Ich hoffe, das hat niemand nachgemacht. Genau, hier haben wir ein paar Aufgaben, die wir lösen Aufgabel? Müssen. Aufgabe nicht, Daniela. Sind Aufgaben. So, ich würde sagen, ich vermische das Ganze unter dem Tisch wieder mal. Misch mal los. Okay, ich habe jetzt einfach mal einen Zettel gezogen. Ja. Turm aus Bechern. Okay. Bauen. Nehme ich an. Ich nehme oben. Daniela? Ich nehme die Mitte. Du nimmst die Mitte und dann nehme ich unten. So, wollen wir? 3, 2, 1. Wuhu! Ja, Kathi, das wird jetzt natürlich Spaß. Ja. Mit dem Mund oder was? Kathi, du, das ist dir verlassen. Dann darf man so mit den. Das ist dir überlassen. Du darfst nur nicht die Hände benutzen. Okay, ich würde sagen, ich hole die Becher. Ich würde sagen, die Kamera auf in die Hand. Mhm. Ja, also ich baue jetzt einen Turm aus diesen Bechern. Mit zwei Händen. Kein Problem. Das kriegen wir schon alles gewuppt, ja. Wir sind da ja ganz... Ja, so. Cool. Das ist ein wunderschöner Turm aus Bechern mit zwei Händen gebaut. Ey! Ich brauche die doch. Ja, mal gucken, wie ich das so hinbekomme gleich. Okay. Mit einer Hand, das ist schon. Ach, ich muss sagen, jetzt mach. Das ist schon schwierig. Hör auf zu jammern und leg los. Das ist schon schwierig hier. Guck mal, oh, ist das anstrengend. Ich heul gleich. Ich freu Habt ihr alle ein bisschen Mitleid mit ihm? Ich freue mich auch, wenn Kathi das gleich macht. Kathi, überleg dir schon mal, wie du es machst. Weil ja, hab ich mir schon überlegt. Ja? Ich brauche nicht so lange. Kathi frontet. Kathi macht das einfach schneller als du. Ja. Warte, ich überlege gerade. Brauchst du nicht überlegen? Nee, soll ich alles wieder. Soll ich alles wieder so hinkriegen, sodass Kathi das mal rausfischen muss? Muss ich auseinander machen, dann ohne Hände. Das wäre schwer. Ne? So. Das wäre lieb von dir gewesen, du hättest sie jetzt kaufen. Nö, so, Kathi. Oh, okay, mit den Unterarmen. Mhm. Ja, guck doch mal, das sieht doch hier schon ziemlich. Ja, aber was? Guck mal. Ja, das war jetzt echt fies. Och, Mann. Schwer beeindruckt, Kathi. Das war ja schon ziemlich stark, aber das war ja noch eine relativ einfache Aufgabe für den Anfang. Ich bin nicht zufrieden. Ich dachte eigentlich, das wäre schwieriger. Hat Claudio das nicht vielleicht sogar schlechter gemacht als ich? Ich glaube schon. Okay, dann würde ich sagen, nächste Aufgabe, oder? Ja. Apfel essen. Okay. Ich nehme oben. Dann nehme ich. Mitte oben. Unten. Und ich nehme die Mitte, ne? 3, 2, 1. Bitte den. Ich habe zwei Hände Apfel essen. Ich darf mit einer Hand einen Apfel essen. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ja. Und bei dir, da bin ich sehr gespannt. Ich finde, glaube ich, sogar mit zwei Händen ist es schwieriger als mit einer Hand. Das Problem ist, ihr wisst nicht, was ich vorbereitet habe. Also, das ist hier. Ach, das ist diese Wasserschüssel da? Ja. Claudio. Ein altes Partyspiel. Nee, Kathi, mit zwei Händen. Ja. Ich glaube, das ist. Oh, wie schwierig. Ich glaube, die Challenge habe ich mir doch nicht so gut überlegt. Naja, doch schon, aber du kriegst halt gerade ein bisschen ab, ne? Okay. Ich esse ihn jetzt auch hier gleich mal. Also in der anderen Hand halte ich die Kamera. Ich hoffe, das ist erlaubt. Glück. Relativ unspektakulär bei uns. Jetzt geht's hier rüber zu Claudio, ne? Irgendwie. Okay. Gut sieht's aus. Jetzt nicht reinfallen lassen. Ja, du musst ihn essen. Abbeißen! Letztens hat er einfach so ein ganzes Glas zerbissen und bei dem Apfel ist es jetzt fast gescheitert. Aber ich würde sagen, ich nehme noch einen Biss, warte mal. Schmeckt gut, weil... Schmeckt gut, aber meiner ist ein bisschen faul. Meiner nicht. Faul? Soll ich mal zeigen? Hast du Kathi einfach einen faulen Apfel gegeben? Ein Prank war das von Claudio. Und jetzt ist noch der Prank, das habe ich nachspritzt. Ja, okay, Freunde. Ich würde sagen, ich habe die Challenge gut hinbekommen, oder? Ah, hast du. Nicht die Challenge, sondern die Aufgabe. Ja, sehr schön.
Okay, dann können wir, glaube ich, zur nächsten Aufgabe übergehen, oder? Ja, bitte. So, ich würde sagen, ich ziehe jetzt und ich ziehe das hier einfach mal. Du kannst ziehen, was du möchtest. Achso, und ich mache hier Mischi Mischi. Mischi! Aber das, ich muss sagen, ich habe mir gerade... Was hast denn du gezogen? Ja, ich habe eine sehr, sehr lustige Aufgabe. Und zwar Hampelmänner. Hm? Ja. Ja, bei Hampelmänner ohne Hände ist doch ja, so gut. Ja, das ist lustig. Also nur springen. Nein. Lustig, ne? Warte, wie nur springen? Hä, Hampelmänner muss man doch einfach nur die Beine dann so machen. Ja, genau, auf und wieder zu. Ja, das kriegen wir wohl hin. Schaffen wir. Ich hoffe, ich ziehe ohne Hände. Ja, aber das ist lustig. Weniger okay, dann sag mal. Unten. Drei, zwei, eins. Oh, ich habe ohne Hände. Ja, also ich bin gar nicht mal so traurig darüber. Ja, aber das wird lustig aussehen, glaub es mir. Komm, Katrin, kannst du das nach vorne machen? Mhm. Ich hier am besten ein bisschen auf dem Teppich, nicht, dass ich noch stolper. Ja. Gefährlich, gefährlich. Komm, mach 10. Fünf. Nee, fünf. Oh. Kathi randaliert! Claudio auf! Und das war's. Ja, super. Das war super. Kommt da ja, nimm mal du die Kamera. Wir wollen nicht mal die Aufgabe haben, Hampelmänner zu machen. Ja. Super. Das ist so. Ja, sieht ein bisschen dumm aus. Ja, was war, was du da schon machen musst? Ja, ich spring gleich einfach ein bisschen. Nein, Hampelmänner haben wir gesagt. So, das waren 10 Hampelmänner. Ja, bitte schön. Ja, bitte. Nein, nein, Hände bleiben da. Ja, guck, das sieht doch. So, ja, super. Ist eine Challenge gemacht, oder? Nee, ich habe sogar ein bisschen mehr gegeben. Ich habe ein bisschen Energy dabei. Also, ja, ich habe immer gemacht, sondern hinterher noch eine ganz besondere Aufgabe. Ja, ich hab hier einfach eine eigene Aufgabe. Du hast einen Tanz daraus gemacht. Bei mir war es am anstrengendsten, weil ich muss ja auch meine Hände mitlaufen. Ja, das stimmt. Du musst jetzt nicht fertig sein. Ich bin jetzt Profi-Dancer geworden. Ja, nee, das sieht gut aus. Oder? Ja, das sieht gut aus. Ich bin jetzt Tänzer. Schreib's in die Kommentare. Ich lese immer nur, Danja, voll das Model. Model und Tänzerin. Bei mir, auf jeden Fall. Ich habe bei mir gelesen, Claudio ist voll hübsch und voll das Model. Habe ich jetzt hast nicht du selber geschrieben, ne? Ich habe einfach selber geschrieben. Ich mische noch mal ganz wild durch. Juhu. Und ich ziehe diesen Zettel. Was war das denn? Tischtennisball hochhalten. So? Oder nee, wir haben gerade Schläger schon. Okay, gut. So. Wie stellst du mir das jetzt vor? Das ist gleich erstmal. Ich nehme. Nee, Kathi beginnt. Also Kathi fängt an. Stimmt. Mitte. Ich nehme oben. Top. Oben, Mitte und ich hab den hier. Let's go! Ja, zwei Hand. Oh, ohne Hände. Ich hab eine Hand. Ich kann das so schon echt schlecht. Wie soll ich das denn ohne Hände machen? Könntest du das mit dem Mund zum Beispiel machen? Fuß. Du, das ist nicht mein Problem. Ich kann das hier so in Elm rein. Kannst du das ganz so machen? Mit so, zwei Claudio, jetzt los hier, komm. Aber mit zwei ist eins mal komisch. Zeig mal, ne? Zeig jetzt mal. Wie machst du? Zwei Hände. Das geht auch gut. Ja, ganz einfach. Hast du gerade Kathi abgeworfen damit? Nee, hab ich nicht. Geht's eigentlich hab noch? Hab ich nicht getroffen. Geht's eigentlich hab noch? Ich nicht getroffen. Weißt geht's was? Eigentlich noch? Hier. Geht's eigentlich noch, Claudio? Ob's noch geht? Okay, dann Daniel ist dran. Ich nehme mal die Kamera. Ich brauche einen Tischtennisball. Nee, den nehme ich nicht. Weil warum? Ich muss den in den Mund nehmen. Ich darf ja nur Augen machen. Gut, den berühre ich nicht mehr. So gut. Ja. Gut, oder? Oh. Hat funktioniert. Und so, Kathi. Gib mir die Kamera, Kathi. Ja. Bist du bereit? Ja, Kathi, das sieht nicht ach, besonders. So, du hättest dir erstmal die Hand nehmen können. Also, hast du gar nicht gefilmt, mich das auch? Nö, hab ich nicht. Ich habe den Ball und hier den Schläger. Okay, gut. Wie machst du das jetzt? Ja, Helden hat man. Ja, komm, du hast weitere Chancen. Dann willst du dir nicht den Ball. Also nein. Den Ball könnte ich dir nicht geben. Das möchte ich eigentlich nicht. Das tut mir jetzt gerade ein bisschen leid. Das sieht halt. Nimm mir gar nicht. Ich will du kannst das so wie Daniel machen mit dem Mund. Mach. Nee. Oh, was? Sanja, warum sind wir so gemein? Ja, Kathi, guck mal. Kathi kann das doch. Also ich muss sagen, das tut mir gerade echt leid. Ich habe keine Sorgen, Kathi, das wird schon. Komm, Daniel, du darfst wenigstens Hilfe geben. Komm, ich werf dir den Ball. Ball zu. Möchtest du das? Ob das irgendeinen Unterschied macht. Doch, das macht schon einen Unterschied. So. Ich will das alleine schaffen. Okay. Ja, also das zählt. Ich kann hochhalten. Bestanden. Also für mich ist das top. Das ist besser als das, was Claudio gezeigt hat. Also, ja, gut.
Ja, man muss das ja auch immer so ein bisschen in Relation betrachten. Und bei dir war das schon ziemlich schlecht dafür, dass du beide Hände benutzen durftest. Naja, nicht wirklich. Doch, schon. Kuchen essen. Kuchen ist online. Okay, und? Danja? Ich nehme... Ach, ist deshalb der Kuchen hier? Ja. Ey, den habe ich für Kahn gebacken im Fall, ne? Ich hab auch ohne zu fragen einfach den Kuchen mitgenommen. Du hast einfach den Kuchen von Kahn gescampt? Ja. Okay, ich lasse das mal so. Ich lasse das mal so. Ich habe Eva gebacken. Eva meinte, ja klar, kannst du nehmen. Schon okay. Sucht euch aus, was ihr haben wollt. Oben. Gut. Mitte. 3, 2, 1. Jo, jawoll! Ich habe diesen Kuchen gebacken und jetzt werde ich ihn essen wie... Soll ich den Tipp geben, Danja? Nein, sollst du nicht. Du sollst einfach nur die Klappe halten, Claudio. Halt einfach die Klappe. So, ich würde sagen, guten Appetit. Ich nehme eine Hand. Ich nehme beide. Kein Problem. Ihr wisst, dass das eine andere ist, ne? Mhm. Der ist richtig gut geworden. Danke. Warum war ich nicht dabei, als er geliefert wurde? Weil dann hätte ich auch die ganzen Erdbeeren noch bekommen. Weil du gestern nicht da warst. Ja. Ach, der ist von gestern? Mhm. Schmeckt mal noch frisch. Ja, ne? Mhm. Ja, komm, Danja. Mhm. Süße Nase. Ja, ich würde sagen, unsere Teller sind leer. Danja, du kannst ja noch in Ruhe essen. Komm, das reicht jetzt. Das schmeckt aber gut. Nein, ich will die Sahne essen. Halt, stopp! Ja, jetzt sieht deine Nase noch besser aus. Ich darf hier. Miep, miep. Also uns reicht es langsam, aber ja. Einen Zettel wollen wir noch ziehen. Einen Zettel ziehen wir noch. Okay, dann nehmen, würde ich sagen, links oder rechts ich nehme. Rechts. Da steht da ja wieder Kuchen essen drauf. Nee. Hoffentlich. Voll in der Stimmung für Kuchen. Wow, was ganz einfach ist. Wasser trinken. Ja, aber das es hat sich ja gezeigt, Moment, ich Claudio, mal. Dass du nicht unbedingt gehält bist im ohne Hände drin. Aber der Vorteil ist, derjenige mit zwei Händen darf ja anfangen und dann fehlt schon ein bisschen was aus der Flasche, damit die nicht so schwer ist. Okay, so. Sag mal, was wollt ihr haben? Oben. Unten. Ich hoffe nicht, dass ich will. Ich habe wieder oh, Kati, glaube ich, ne? Oh, Kati. 3, 2, 1. Ja, oh, muss ich sowas eigentlich immer machen? Ja, ich beginne dann mit zwei Händen. So, ich nehme beide Hände, mache mit der anderen die. Kannst du die Flasche dann bitte auflassen? Nö. So, ich bin auf. Aber ich glaube, da musst du mich fragen, ob ich die Flasche auflassen kann, weil nach Claudio kommt Marie das mal. Ja. Ich so, ich gebe gleich die Nummer mit. Danke. Ich trinke jetzt mit beiden Händen. Oh, ist das anstrengend. Oh, ist das anstrengend. Boah, schmeckt echt gut. Danja. Boah, die schmeckt echt gut. Was ist das denn? Das ist Wasser mit leichten Wassermelonengeschmack. Ich mag so Wasser mit Geschmack eigentlich gar nicht. Voll gut. Mach bitte nicht nein, zu. Nein, bitte, Danja. Ja, Danja ist die Beste. Danja ist nicht die Beste. Oh. Chris ist hin. Achso, warte mal, ich wollte jetzt schon ohne Ende trinken. Ich komme auch mit der Kamera näher ran. Okay, dann versuche ich mal mein Glück, ne? Hashtag keine Werbung an der Stelle. Oh, das sieht nicht gut aus. Kann man jemand die Flasche festhalten? Bist du so nett? Danja, du darfst die Hände benutzen. Nee, aber sonst benutzt Kathi ja indirekt Hände. Ja, oh nein, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Doch, guck mal, Kathi kriegt das schon hin. Uff. Oh! Ja, gut, oder? Oh, guckt euch das mal bitte an. Nichts daneben geschüttet. Jetzt muss ich es nur noch trinken. Ohne Hände. Jetzt kannst du es ja probieren, wie ich beim letzten Mal. Kathi hat es einfach voll genug gemacht. Der ist klug. Jetzt hat doch fast geklappt. Ich kann ja auch noch mal so wie Claudio letzten. Ja, diesmal. Oh nee, ich habe Angst, dass mir die Zähne abbrechen. Okay. Ich will es mal versuchen. Ja, mit dem Plastikmesser geht das gut. Mhm. Bestimmt sind jetzt Bissspuren im Becher von uns. Ich glaube, ich sagen, was das trinkt sich nicht so gut tatsächlich. Man hat dann so diesen Schluckreflex nicht. Ich finde die Strategie ist gar nicht schlecht, ne? Habt ihr gehört? Ist eigentlich ganz gut. Einfach so ein bisschen ankippen. Kathi, lass es am besten. Uns, Freunde, die letzte Challenge, also die letzte Aufgabe wäre Liegestütze. Also seid. Nee! Ja. Nee, das kannst du selber. Tschüss. Liegestütze bin ich raus, machen wir nicht. Ade! Okay.
Okay, Danja geht schon, Kathi. Danja ist weg. Und ich sag noch, bis zum nächsten Mal. Abonniert unseren Kanal, klickt auf den Daumen nach oben, auf das kleine Glöckchen und so weiter. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.